Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zur heutigen Online-Konferenz begrüßen. Schieflage der Altersvorsorge, aktuelle Probleme und ein Leitfaden für Anleger, das soll unser Thema für die nächsten Minuten sein. Sie werden im Nachgang selbstverständlich die Videoaufzeichnung erhalten. Zusätzlich sind die verschiedenen Anwendungswerkzeuge, die ich noch vorstellen werde, auch auf einer Landingpage komfortabel für Sie zusammengefasst, sodass Sie im Nachgang jederzeit die Möglichkeit haben, das Gesagte und Erzählte noch einmal zu reflektieren, respektive auch die verschiedenen Werkzeuge auf Ihre eigene Situation anzuwenden, um dementsprechend auch nicht nur einen theoretischen Nutzen aus dieser Online-Konferenz, sondern wirklich auch einen praktischen Mehrwert für Ihre persönliche finanzielle Situation zu gewinnen, sei es als Selbstentscheider, sei es als Person, die sich durch einen Berater hier entsprechend unterstützen lässt. Von der Technik wird es so sein, dass Sie jederzeit die Möglichkeiten haben, Fragen zu stellen. Die Software gibt das entsprechend her. Sie können das über Ihr Bedienpanel hier entsprechend ansteuern. Ich werde es allerdings so machen, dass ich die Fragen sammeln werde und am Schluss des Webinars auf alle Fragen eingehen werde, weil wir die Aufzeichnung vor der Fragerunde beenden, sodass die Gesamtdauer des Webinars in der Videokonserve hier etwas kürzer sich darstellen wird. Wir steigen auch direkt in die Thematik ein und ich beginne kurz mit den Themen, wie Sie sie in der Agenda entsprechend vorgestellt bekommen haben. Zunächst einmal, wie funktioniert Altersvorsorge in Deutschland? Also welche Systeme gibt es hier? Wo liegen die unterschiedlichen Stärken und Schwächen? Und warum sehen wir vielleicht momentan größere Probleme bei Versicherungen, bei kapitalbildenden Versicherungen? Etwas, was ja auch die Schlagzeilen rund um das Thema Pensionskassen und die aktuellen Probleme ausgelöst hat. Warum sehen wir das noch nicht in diesem Ausmaß beispielsweise bei freiberuflichen Versorgungswerken? Das werden Sie verstehen, nachdem wir das hier kurz behandelt haben, was die beiden Systeme angeht. Wo liegen die aktuellen Probleme? Das ist, glaube ich, ein Thema, was Sie ohnehin der Presse entnehmen, beziehungsweise viele von uns, von Ihnen begleiten uns ja auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Dementsprechend einiges haben Sie bereits vor vielen Jahren gut nachvollziehen können. Wir sehen aktuell nur, dass sich vieles bewahrheitet und dementsprechend möchte ich nicht zu viel Zeit auf die aktuellen Probleme verwenden, sondern mich viel eher auf die absehbaren Probleme konzentrieren, respektive was an finanziellem Verständnis auf Anlegerseite hier notwendig ist, um entsprechende Möglichkeiten bzw. Handlungsoptionen abzuwägen. Dann natürlich die Kernfrage, wie sieht eigentlich eine zeitgemäße Planung aus? Was müssen wir da berücksichtigen? Ist es wirklich richtig, dass besonders in Deutschland beim Thema Altersvorsorge sofort an kapitalbildende Versicherungen gedacht wird? Oder ist Altersvorsorge nicht eher eine Funktion von Inflationserwartungen, Zinsen, Kapitalmarktrenditen, aber natürlich auch dem wichtigen Thema Steuern? In Deutschland hier das Thema Alterseinkünftegesetz, ein ganz wichtiges Thema, aber auch hierzu werden wir das Wichtigste behandeln, dass Sie in eine komfortable Entscheidungssituation versetzen wird. Dann das Thema Herleitung der individuell passenden Anlagestrategie. Wie kann man das machen? Welche Parameter muss man hier zusammenführen? Und das Ganze führen wir dann noch anhand eines Praxisfalls mittels eines online gestützten Tools so zusammen, dass Sie das auch im Nachgang für Ihre persönliche Situation durchgehen können, um die verschiedenen Punkte, die wir jetzt behandeln, eben auch mit den eigenen Daten einmal durchzuspielen, um hier das Verständnis noch zu verbessern. Zu meiner Person, mein Name ist Christoph Leichtweiß, ich bin Geschäftsführer der Gesellschafter der Ypos Vermögensmanagement, gleichzeitig auch als Gesellschafter der Ypos Finanzplanung GmbH eben hier aktiv, unterstütze die Kollegen bei verschiedenen Beratungsfragen. Ich habe Ihnen hier kurz nochmal eine Auflistung dargestellt, was meine persönlichen Werdegang betrifft. Ich glaube, der Kernpunkt, und das wird auch deutlich beim Thema Altersvorsorge, da reden wir nicht nur über Aspekte, die Zinsen und der Inflation betreffen, sondern wir reden auch über das Thema Anlagestrategie. Wir haben auch das Thema Steuern und Recht. Auch das werden wir uns kurz anschauen und mittlerweile auch unter 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Und was, glaube ich, auch wichtig ist, ein Kundenspektrum, das vom klassischen Private Banking Kunden über den jungen Unternehmer bis eben zum Single Family Office eben reicht. Also ein sehr, sehr breites Spektrum und bin eben zusätzlich noch im Bereich Finanzplanung und Vermögensstrukturierung als Dozent an verschiedenen Institutionen tätig. Dort die Zielgruppe eher andere Finanzdienstleister, Banker bzw. Steuerberater. Und ich habe Ihnen nun versucht, die Inhalte von 2 bis 3 Tagen auf der Beraterseite auf eine Stunde oder etwas weniger hier zusammen zu dampfen, sodass Sie wirklich die Quintessenzen hier mitnehmen können, weil
Eins ist klar, das Thema Altersvorsorge ist ein komplexes Thema. Wir müssen vernetzt denken und das kann natürlich auch das Ziel dieses Webinars nur sein, Ihnen die wichtigsten Denkanstöße zu vermitteln, um Sie in eine bessere Entscheidungsbasis zu versetzen. Wir steigen zunächst ein mit einer These und diese These ist relativ simpel und die lautet: Für lange Zeit haben Vermögensaufbau und Altersvorsorge keine finanzielle Bildung benötigt. Das heißt, wir hatten eine sehr, sehr attraktive Phase in den letzten 30 bis 40 Jahren. Finanzielle Bildung war nicht so essentiell. Die eigene Anlagestrategie war nicht wirklich kriegsentscheidend. Man ist dennoch ganz gut durch die Jahrzehnte gekommen. Und ich habe Ihnen hier mal einige Punkte aufgelistet. Zunächst die gesetzliche Rente, also das Umlageverfahren in der Bundesrepublik Deutschland. Das war sehr komfortabel. Wir hatten ein Rentenniveau, was gemessen am Durchschnittseinkommen bei ungefähr 70% lag. Das heißt, der Durchschnittsrentner, der 45 Jahre lang im Durchschnitt jeweils der Bevölkerung der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer verdient hat, der hat eine Rente erhalten, die rund 70% des dann relevanten Durchschnittseinkommens betrifft. Also eine relativ komfortable Situation. Zudem war die Rente noch steuerlich sehr begünstigt. Das heißt, die Bemessungsgrundlage, also der Wert der Rentenzahlung, der steuerlich relevant war, und dann im Rahmen der weiteren steuerlichen Erfassung auch zu Steuersätzen und dementsprechend Steuerbelastungen geführt hat, der war sehr, sehr niedrig. Das heißt, viele Rentner haben pauschal überhaupt gar keine Steuern bezahlt, respektive war durch die niedrige Bemessungsgrundlage ein geringer Progressionseffekt für weitere Mieteinnahmen oder Kapitaleinkünfte vorhanden. Dann die betriebliche Altersvorsorge, die bestand aus zugesagten Leistungen, also sprich der Arbeitgeber oder der Anbieter, der das Ganze für den Arbeitgeber organisiert hat, der hat das Kapitalanlagerisiko getragen, also auch eine sehr, sehr komfortable Entscheidungsgrundlage hier. Man konnte als versicherte Person, also als Arbeitnehmer, das Ganze ordentlich delegieren. Dazu die private Geldanlage, die hat von hohen nominalen Zinsen profitiert. Das Thema Zinsen im Zeitablauf werde ich Ihnen gleich nochmal im Chart zeigen. Und zudem ist die Inflation, wenn Sie die letzten Jahrzehnte betrachten, im langfristigen Trend gefallen. Das heißt, der Kaufkraftverlust, der ist deutlich niedriger ausgefallen als das, was man erwartet hat. Das heißt, man hatte Zinsen, die waren relativ hoch. Die Inflationsrate ist im Zeitablauf noch gefallen. Man wurde also hinsichtlich der Kaufkraft, die man mit der Vermögensmehrung hier erzielt hat, sogar noch positiv überrascht, was das Thema Kaufkraft betrifft, weil die Inflation eben im Schnitt gefallen ist. Die eigene Immobilie, sofern im Ballungsgebiet, die ist auch durch die fallenden Zinsen nominal im Preis gestiegen. Das ist natürlich ein gewisser Vermögenseffekt, der auch durchaus komfortabel ist. Die vermieteten Immobilien haben natürlich auch von niedrigen bzw. fallenden Zinsen profitiert. Dazu waren sie auch lange Zeit auch noch im Rahmen der Erbschafts- und Schenkungssteuer stark begünstigt, sind heute immer noch im Rahmen der Einkommensteuer aufgrund der 10-Jahresfrist steuerlich stark begünstigt. Und für die Unternehmer unter Ihnen, man muss gar nicht so weit zurückschauen, da waren unternehmerische Vermögen steuerlich irrelevant. Das hat sich komplett gewandelt mit der jüngsten Erbschaftssteuerreform und vor allem auch der Ermittlung der steuerlich relevanten Bemessungsgrundlagen per 1. Juli 2016. Also da hat sich sehr, sehr viel geändert und dementsprechend müssen wir zusammenfassen, die gezeigten Punkte, die waren alle sehr, sehr positiv und in der Kombination erklären die, warum Vermögensaufbau und Altersvorsorge ohne finanzielle Bildung wunderbar funktioniert haben. Wenn Sie diese Punkte hier jetzt nur mal durchdeklinieren auf Basis des aktuellen Niveaus, dann müssen wir festhalten, dass die gesetzliche Rente heute eher bei vielleicht 45% des Durchschnittseinkommens liegt, dass die Auszahlung nicht mehr steuerlich begünstigt ist aufgrund des Alterseinkünftegesetzes, dass die betriebliche Altersvorsorge in Sachen Kapitalanlagerisiko auf den Mitarbeiter transformiert wird und dass noch dazu aufgrund der hohen Garantiekosten die Ertragserwartungen der Kapitalanlagemodelle in der betrieblichen Altersvorsorge extrem niedrig sind. Ja, Geldanlage und nominale Zinsen, das Zinsniveau quasi bei Null. Die Inflation ist heute schon so niedrig, wo soll sie heute noch weiter hinfallen? Immobilien sind bereits stark gestiegen und das Thema Unternehmen habe ich eben schon angesprochen. Also, wir brauchen heute finanzielle Bildung. Wir müssen vor allem das finanzielle Gedächtnis löschen, weil mit den Erkenntnissen der letzten 40 Jahre, sei es selbst erworben oder sei es durch die Eltern vermittelt, können Sie heute wenig anfangen. Wir brauchen passende Werkzeuge, um nach vorne zu schauen und wir müssen natürlich am Ende des Tages auch effiziente Anlageprodukte wählen, um hier auf einen sinnvollen Vermögensaufbau zu kommen. Soweit der
positiven Worte noch kurz zu uns. Wir sind ein unabhängiges Beratungsinstitut und dieses Thema unabhängig drückt sich auch dadurch aus, dass es für uns unerheblich ist, bei welcher Bank Sie Ihre Vermögenswerte führen. Ich habe Ihnen das hier mal exemplarisch mitgebracht. Also in unserem Beispiel, der Kunde unterhält eben Wertpapierdepots bzw. Konten bei der ING DiBa, also einer Direktbank, und erhält Konten und Depots bei der Volksbank Darmstadt. Wir sitzen eben hier bei der Sparkasse Darmstadt und dann noch Wertpapiere im steuerlichen Mantel einer vorgebundenen Versicherung bei der Allianz. All das können wir Ihnen online zusammenfassen. Sie selbst sind jeweils Inhaber der Daten. Wir bezahlen den Anbieter für die Datenlieferung. Das ist alles verschlüsselt. Und die schöne Botschaft an dieser Stelle ist, machen Sie sich frei von dem Thema, dass Sie unabhängige Beratung nur dann haben können, wenn Sie das Geld von Ihrer bestehenden Bank woanders hin transferieren. Wir sind heute so aufgestellt, dass wir Sie beraten können, egal bei welcher Bank oder Versicherung Ihr Geld angelegt ist. Das heißt, die Unabhängigkeit nicht nur in der Auswahl der Anlagestrategie, sondern bei der kompletten bankenunabhängigen Beratung, und das mit einem wunderschönen Reporting, wo wir die Vorteile der Digitalisierung nutzen, aber gleichzeitig das Thema Datenschutz ganz hoch aufhängen, weil alles ist verschlüsselt und zudem hat nur einer die Datenherrschaft, und das ist eben derjenige, dem die Daten gehören. Das sind nämlich Sie. Sie können für jeden einzelnen Vermögenswert festlegen, was wir sehen sollen und was wir eben nicht sehen dürfen. Steigen wir ein in das Thema Altersvorsorge, und ich habe es Ihnen hier zunächst mal skizziert. Es gibt eben diese zwei Systeme, und im ersten Schritt ist es das Umlageverfahren, das heißt, die Rentenleistungen, die werden durch die vorhandenen Beitragsmittel und gegebenenfalls Staatszuschüsse erbracht. Also ganz simples System: die aktuelle Generation, die Beiträge zahlen muss, hier zahlen Arbeitgeber und Arbeitnehmer paritätisch eben entsprechende Leistungen hier ein, im Korsett der deutschen Sozialversicherung, konkret natürlich hier die Rentenversicherung. Bis zu einer gewissen Bemessungsgrundlage werden hier entsprechend Beiträge erhoben. Und was hier direkt an Geld hereinkommt, fließt auch direkt wieder raus, eben an die aktuelle Rentengeneration. Das ist ein System, was viele Vorteile bietet. Sie können es eben sofort implementieren. Sie brauchen keinen großen Vorlauf. Das hat auch nach dem Zweiten Weltkrieg hervorragend funktioniert. Allerdings haben Sie hier das Thema, dass wir natürlich ein gesundes Verhältnis brauchen von Beitragszahlern zu Rentenempfängern. Und die demografische Entwicklung, auch das ja kein Geheimnis, die sieht heute natürlich nicht mehr so aus, wie man sich das vorstellen würde, sondern die Relation von Beitragszahlern zu Rentnern, die verschlechtert sich. Noch dazu werden die Rentenzahlungsdauern heute immer deutlich länger, weil der medizinische Fortschritt sorgt für eine längere Lebenserwartung. Auch natürlich die medizinischen Aspekte spielen hier mit rein. Und wenn Sie das mal kombinieren und sagen, ich gehe mit 62 in Frührente, habe eine Lebenserwartung bis 87, dann kommen Sie da auf eine Rentenzahlungsdauer von 25 Jahren. Und dass das natürlich das System irgendwann mal an die Grenzen der Leistungsfähigkeit bringt, ich glaube, dazu wurden bereits ausreichend Artikel entsprechend in den Medien publiziert. Also, großer Vorteil, schnelle Integrationsmöglichkeit. Nachteil, eben, wir brauchen ein gesundes Verhältnis von Zahlern zu Empfängern. Großer Vorteil noch, man ist zinsunabhängig. In Abgrenzung dazu gibt es das Kapitaldeckungsverfahren. Und das Kapitaldeckungsverfahren nimmt vereinfacht gesprochen darauf eben Aufbau, dass es eben Zinsen gibt. Das heißt, Geld wird entsprechend zinsorientiert angelegt. Und dementsprechend sehen Sie hier, man ist nicht direkt abhängig von der Demografie, sondern man ist davon abhängig, dass ein gewisser Zins respektive ein entsprechender Ertrag am Kapitalmarkt hier generiert wird. Und das sind die beiden Kernsysteme, die wir haben. Eben das Umlageverfahren, wie Sie es aus der gesetzlichen Rente kennen. Eben das Kapitaldeckungsverfahren, wie wir es im klassischen Lebens- und Rentenversicherungsbereich eben haben. Und bei den freiberuflichen Versorgungswerken haben wir so ein Mischverfahren, und das erklärt auch, warum die freiberuflichen Versorgungswerke, was Leistungsanpassungen und auch Präsenz in den Medien, was Probleme angeht, noch weitaus weniger präsent sind, als wir das bei den Lebensversicherungen sehen. Die Lebensversicherungen können eben nur auf die Zinsen, auf die Erträge am Kapitalmarkt zurückgreifen. Wenn es keine Zinsen und keine Erträge mehr gibt, dann müssen eben Leistungen angepasst werden. Dann diskutiert man darüber, ob Garantien haltbar sind. Die Versorgungswerke haben dieses Kapitalverfahren auch, aber sie können noch Komponenten des Umlageverfahrens verwenden. Also sprich, man kann das Beitragsaufkommen mit einbeziehen. Also
vereinfacht gesprochen, wenn die Zinsen so niedrig sind und man müsste die Leistungen massiv anpassen, dann verwenden sie letztendlich hier die Beiträge der jüngeren Generation, um die Rentenkalkulation konstant zu halten. Das Ganze hat natürlich etwas mit Generationengerechtigkeit und Verteilungskonflikten zu tun. Darauf verweisen auch die Versorgungswerke mehr oder weniger transparent in ihren entsprechenden Mitteilungen. Aber meine Wahrnehmung ist, dass das Thema Versorgungswerk und die Themen, die hier offensichtlich auf dem Tisch sind, noch nicht in einer breiten Öffentlichkeit angekommen sind. Da wir uns im Bereich der privaten Altersvorsorge häufig über das Thema Kapitalmarkt respektive Zinsen unterhalten, sehen Sie hier mal die Umlaufrendite für deutsche Anleihen dargestellt. Sie sehen von Anfang der 70er Jahre, wo wir hohe zweistellige Renditen hatten, sind die Renditen mittlerweile dramatisch verfallen. Also Sie können das hier sehen, wie wir uns hier nach unten bewegt haben. Aktuell die Umlaufrendite und bewusst auch die Daten per 30. April, weil wir hier einen sehr langen Zeitstrahl uns anschauen, eben seit den 70er Jahren, da sehen Sie, wie dramatisch die zurückgekommen sind. Und dementsprechend natürlich eine große Herausforderung für all diejenigen, die zinsabhängige Versprechen abgegeben haben. Man hat Versprechen abgegeben, sagen wir mal in dieser Phase hier, ja, da war das doch super. Sie haben gesagt, wir bekommen Geld von unseren Versicherten, von unseren Versorgungswerksmitgliedern, wir rechnen mit einem Zins von 4%. 4% ist momentan das, was wir mit der Umlaufrendite deutschen Staatsanleihen locker verdienen. Wenn wir noch ein bisschen Pfandbriefe kaufen oder ein bisschen Unternehmensanleihen, dann kriegen wir noch mehr als 4%. Also war es kein Problem, hier das entsprechend zu kalkulieren. Jetzt sehen Sie diesen dramatischen Zinsverfall. Ja, wenn Sie heute noch eine Umlaufrendite von 0,4 haben und Sie haben ein Garantieversprechen von 4%, dann liegt eben der sichere Zins nicht mehr bei 1:1 in Relation zu Ihren Garantien, sondern der sichere Zins liegt noch bei 10% dessen, was Sie mal als Garantieversprechen abgegeben haben. Und daher kommt eben auch die massive Schieflage der kapitalgedeckten Altersvorsorge, weil die ist besonders in Deutschland im Schwerpunkt eine zinsbasierte Altersvorsorge. Wir sehen also an dieser Stelle, dass der grundlegende Zusammenhang, auf den wir ja immer wieder in Artikeln und Online-Konferenzen hingewiesen haben, übrigens seit dem Jahr 2007, dass wir eine Relation haben, die Sie in vielen Bereichen des wirtschaftlichen Lebens finden. Sie haben eben auf der einen Seite den Gläubiger, der baut entsprechend Forderungen auf oder hat Guthaben. Dafür möchte er eine gewisse Rendite. Und auf der Gegenseite gibt es eben den Schuldner, der hat entsprechende Verbindlichkeiten, die korrespondieren eben mit den Forderungen, oder er hat eben gewisse Versprechen abgegeben. Und letztendlich kann der Zins, hier der erwirtschaftet werden muss, der kann ja in der Höhe nur die Rendite sein, die der Gläubiger erwartet. Anders gesprochen, die Rendite, die der Gläubiger erwarten kann, ist immer auch der Zins, den der Schuldner erwirtschaften muss. Sei es, dass er den erwirtschaften muss am Kapitalmarkt, sei es über operative Tätigkeiten, um ihn hier entsprechend an den Gläubiger auszuzahlen. Das zeigt uns eben sehr deutlich, wie wir diesen Zusammenhang hier haben. Die Schulden des einen sind eben die Vermögen des anderen, sprich auch die Forderungen, die wir in vielen Formen verbrieft sehen, sind eben Verbindlichkeiten oder Versprechen von dritten Parteien. Wir sehen das ganz banal beim Kontoguthaben. Wir als Anleger, als Sparer, wir haben Geld bei der Bank eingelegt. Diese Einlage ist rechtlich nichts anderes als ein Kredit. Wenn Sie mal Kontoguthaben bei Wikipedia eingeben, dann finden Sie eine ausführliche Beschreibung. Das heißt, der Kontoguthaben Inhaber, der hat ein Guthaben. Das Guthaben ist gleichzeitig natürlich eine Verbindlichkeit der Bank. Dieses wiederum abgedeckt durch die Einlagensicherungssysteme in Deutschland. Und historisch hat das bei Zinsen gut funktioniert, weil die Bank hat das Geld genommen, hat das entsprechend am Kapitalmarkt angelegt, hat die eigene Marge extrahiert und hat den Rest an den Kontoinhaber ausgeschüttet. Also wunderbares System, solange es nominelle Zinsen gab. Bei der Versicherung ein ähnliches Thema. Der Versicherungsnehmer spart entsprechend ein. Nach Abzug von Abschlusskosten fließt ein entsprechender Wert in die Kapitalanlage. Diese Kapitalanlage wird angelegt, wiederum am Kapitalmarkt durch die Versicherung. Die Versicherung extrahiert ihre eigene Marge und gibt den Rest in Form von Garantie und Überschüssen eben hier an den Versicherten weiter. Beim Versorgungswerk das Gleiche in Grün und abschließend natürlich auch nicht zu vergessen die gesetzliche Rente. Am Ende des Tages die gesetzliche Rente auch nichts anderes als eine unverkäufliche deutsche Staatsanleihe. Wenn Sie es mal klar machen, Sie zahlen gemeinsam mit Ihrem Arbeitgeber, die Abführung erfolgt durch den Arbeitgeber,
hier in das Sozialsystem ein. Sie bekommen regelmäßig eine Renteninformation. Rechts oben ist da das Thema Rentenversicherung Bund drauf. Also die Renteninformation, nichts anderes als der Schuldschein zu dem Zahlungsversprechen. Bis zum Eintritt in den Ruhestand ist es eine unverzinste deutsche Staatsanleihe. Mit dem Eintritt in den Ruhestand wird aus der unverzinsten Staatsanleihe eine Staatsanleihe mit monatlicher Auszahlung. Und wenn Sie eben sterben, dann wird die Leistung eben massiv reduziert, weil dann fällt sie eben ganz weg. Oder wenn Sie Hinterbliebenen haben im Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung, dann gibt es eben eine Witwen- respektive auch Waisenrente in Abhängigkeit der Kinder. Also so diese Systematik, wie sie sich im wirtschaftlichen, finanziellen Leben in vielen Aspekten darstellt. Das heißt, wenn wir zusammenfassen, die Schulden des einen sind das Vermögen des anderen, denken Sie das bitte mal zu Ende durch, was das genau konkret bedeutet. Das heißt aber auch, dass der Gläubiger immer nur die Rendite verdienen kann, die sich der Schuldner dauerhaft als Zins leisten kann. Und dementsprechend haben wir hier natürlich auch eine gute Erklärung dafür, warum die Situation sich aktuell so darstellt. Ein großer Teil der Schulden, der wird aktuell allerdings gar nicht öffentlich diskutiert, das sind eben die impliziten Staatsverschuldungen, die sich aus den ungedeckten Versprechen im Sozialsystem hier ergeben. Mal als Daumengröße, die offizielle Staatsverschuldung von Deutschland irgendwo bei 76-78%. Würde man die impliziten Verpflichtungen aus den Rentenversprechen mit addieren, vervier- bis fünffacht sich dieser Wert. Und im Gegensatz zu möglichen Garantien, die wir im Rahmen der Euro-Rettung des europäischen Stabilitätsmechanismus oder auch der Beteiligung am Grundkapital der Europäischen Zentralbank hier vorhalten, wo wir ja noch darüber diskutieren, ob diese Garantien irgendwann mal schlagend werden oder nicht, oder wie auch die Tage-2-Salden als deutsches Auslandsvermögen im Feuer stehen bei einem ungeregelten Euro-Auseinanderbruch, müssen wir hier ganz klar sagen, diese Verbindlichkeiten, die werden natürlich schlagen, die geburtenstarken Jahrgänge, das ist sind die 60er Jahre, geburtenstarksten Jahrgänge, Jahrgang 1964, und die werden natürlich einfach im Zeitablauf vom von der Rentenanwartschaftsperson mit Zahlungsversprechen über die Renteninformation, die nicht cashflow-wirksam ist, irgendwann durch den Renteneintritt wird es ein Rentenbescheid, dann ist es ein harter Cashflow. Und wenn Sie sich heute den Bundeshaushalt anschauen und die Zuschüsse zum Rentensystem, dann wissen Sie, was für eine große Herausforderung da auf uns alle zukommt. Dementsprechend, die Herausforderungen liegen nicht nur auf der finanziellen Ebene, sondern auch auf der sozialen Ebene, Thema Verteilungsfragen und natürlich auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Also im Kernpunkt, die Stellschrauben werden vielfältig und auch häufig erst spät erkennbar sein. Und das nutzt uns ja nichts, wenn wir irgendwann in der Zeitung lesen, was passiert ist, sondern wir müssen uns ja am besten heute proaktiv aufstellen, um die absehbaren Entwicklungen hier entsprechend zu antizipieren, um unsere eigene Planung anzupassen, um die Anlagestrategie entsprechend hier auszurichten. Wir bewegen uns also immer deutlicher von der Schulden- zur Guthabenkrise. Sie wissen, aus meiner Perspektive sollten wir nicht von der globalen Schuldenkrise sprechen, sondern von der persönlichen Guthabenkrise. Wir haben irgendwann mal gesehen, dass die Zinsen für kurzfristige Gelder sehr, sehr niedrig waren. Dann haben wir einen starken Anstieg der Kurse von sicheren, festverzinslichen Wertpapieren gesehen, also Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen und dann natürlich auch nachgelagert Anleihen mit schwächerer Bonität, die sehr, sehr niedrige Renditen darstellen. Und für uns war immer klar, wenn es am Kapitalmarkt keine Renditen zu verdienen gibt, dann müssen diejenigen, die sehr, sehr stark in diese defensiven Segmente des Kapitalmarktes investieren, die müssen irgendwann Probleme bekommen. Und das waren aus unserer Perspektive eben schon immer die Kapitalsammelstellen, wie die Versicherungen, wie die Pensionskassen, die Firmenrenten, die über Pensionszusagen sich in den Bilanzen der Unternehmen befinden, aber eben auch die freiberuflichen Versorgungswerke. Und Sie sehen, das ist nun eingetreten. Wenn Sie die Schlagzeilen hier entsprechend verfolgen, bei den Versorgungswerken, wie gesagt, alles ein Ticken zeitverlagert, weil die eben noch die Komponenten des Umlageverfahrens berücksichtigen können und dementsprechend ein bisschen nachgelagert von diesem massiven Zinsverfall erst betroffen werden. Im nächsten Schritt natürlich die Diskussion um die Finanzierung der Rentenansprüche. Ich glaube, dass wir in einer Demokratie, in der wir glücklicherweise leben, in der ja jeder eine Stimme hat, wir keine Regierung sehen werden, die die nominellen Renten wirklich kürzen wird. Das wäre meines Erachtens politischer Selbstmord. Dementsprechend hat man durch das Alterseinkünftegesetz hier durch die Hintertür agiert und hat durch die höhere Besteuerung, also die Erhöhung der steuerlich relevanten Bemessungsgrundlage, hier ohnehin eine Besteuerung der Renten, eine Reduktion der Renten vorgenommen.
Das haben nur leider Gottes die meisten Menschen und auch deren Berater nicht wirklich realisiert. In vielen Köpfen ist das Alterseinkünftegesetz einfach damit verbunden, dass sie bis Ende 2004 eine steuerfreie kapitalbildende Versicherung abschließen konnten. Aber der wesentliche Aspekt, der geht viel, viel weiter. Der regelt nämlich die komplette Neubesteuerung der Renten, die andere steuerliche Erfassung von Beiträgen zum Rentensystem. Und dementsprechend ein Thema, was durchaus eine große Bedeutung hat, nicht nur für Angestellte, sondern beispielsweise auch für Freiberufler. Also, weitere Erkenntnisse. Wir müssen festhalten, dass viele etablierte Geschäftsmodelle in der Finanzdienstleistungsbranche, die brauchen erstens ein gewisses Zinsniveau, also von der Höhe her, also 2, 3, 4%, und zudem eine ordentliche Differenz zwischen kurzfristigen Zinsen, also Tagesgeld, 12-Monatsgeld, und langfristigen Kapitalmarktzinsen, wie beispielsweise 10-jährigen Anleihen, weil sie brauchen eben diese Differenz, um über die zeitliche Transformation hier entsprechend auch eine Marge generieren zu können. Wenn Sie jetzt glauben, dass die Zinsen in der Eurozone schnell steigen werden, weil in Amerika die Zinsen steigen, dann muss man leider Gottes konstatieren, dass diese Erwartung wahrscheinlich etwas hochgegriffen ist, weil die Situation in der Eurozone sich komplett anders darstellt. Die Europäische Zentralbank schaut sehr stark auf die Kerninflationsrate. Das ist die Inflationsrate, die die schwankungsreichen Bestandteile wie Energie und Nahrungsmittel nicht beinhaltet. Die liegt aktuell bei 0,7%, also weit unter dem Notenbankziel von 2%. Und auch die langfristigen Inflationserwartungen, die Inflationserwartung der Marktteilnehmer für 5 Jahre in 5 Jahren messen, sind mit der roundabout 1,6% eben unter der Zielgröße von 2%. Also das Thema Zinswende, die den Namen verdient, für die Eurozone, für die Euro-Anleger hier nicht absehbar. Zum Thema Zinsen vielleicht auch noch ganz kurz, nehmen wir Deutschland. Normalerweise sollte man erwarten, dass die Rendite 10-jähriger Anleihen ungefähr auf dem Niveau liegt des realen Wachstums plus der Inflationsrate. Also für Deutschland wären wir bei einem Wert von irgendwo 3,6 bis 3,7. Aktuell beträgt die Rendite einer 10-jährigen Bundesanleihe ungefähr ein Zehntel davon oder ein bisschen mehr. Und da sehen wir schon, wie dramatisch niedrig die Zinsen sind und dass sie vor allem für Deutschland, für die Situation am Arbeitsmarkt, für die Situation an den Immobilienmärkten, für die Stärke der Unternehmen viel, viel zu niedrig ist. Also die Zinsen sind zu niedrig und das erhöht natürlich das Risiko von finanziellen Fehlentscheidungen. Ein wichtiger Gedankenpunkt beim Thema Zinsen ist die Differenzierung zwischen Nominalzins und Realzins. Sie sehen das hier an diesem Beispiel. In der Variante A haben wir 4% Zinsen und 3% Inflation. Das heißt, der Realzins ist 4%, abzüglich 3. Das heißt, der Realzins liegt bei 1%. Im zweiten Beispiel haben wir 1% Zins und 0% Inflation. Sie sehen auch, der Realzins in diesem Fall auch bei 1%. Also in unseren beiden Fällen haben wir den absolut identischen Realzins. Nur, für die Darstellung der Probleme und die Sichtbarkeit der Probleme haben wir natürlich einen wesentlichen Unterschied. Hätten wir heute ein Zinsniveau von 4% bei 3% Inflation, dann würden Sie keine Schlagzeilen finden wie Schieflage bei den Pensionskassen oder Versicherer müssen Zinszusatzreserven bilden oder Versorgungswerke müssen ihre Finanzierungsverfahren anpassen. Warum? Die Kapitalsammelstellen geben ja typischerweise nominelle Versprechen ab. Wie die Kaufkraft dann in 10, 20, 30 Jahren ist, das ist ja nicht die Aufgabe und auch nicht das Problem der Kapitalsammelstelle, sondern das Problem, das Kaufkraftproblem liegt auf der Ebene des individuellen Anlegers. Haben wir eine Situation wie aktuell, niedriger Zins, niedrige Inflation, dann entsteht das Problem bereits auf der Ebene der Kapitalsammelstellen, auf Ebene der Finanzindustrie und dementsprechend ist die Präsenz natürlich in den Medien auch deutlich größer, wobei am Ende des Tages sich aus der Anlegerebene und wir reden ja hier über unsere persönliche Ebene, hat sich eigentlich nichts verändert. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die realen Zinsen waren schon immer entscheidend. Die Bundesbank verweist auch regelmäßig darauf, dass die realen Zinsen nicht so stark gefallen sind. Das ist doch absolut korrekt. Aber natürlich die Wahrnehmung, die Vermögensillusion ist natürlich deutlich positiver, wenn der Kontostand, die Rückkaufswerte und ähnliches einfach steigen, weil die Berechnung in Kaufkraft erfolgt in vielen Fällen eben nicht. Also die Probleme werden jetzt durch den niedrigen Nominalzins schonungsloser offengelegt, weil wir sie eben auf Ebene der Anbieter der Kapitalsammelstellen haben, wo wir eine große Anzahl von Personen haben, die betroffen ist. Ironischerweise, die Probleme mit der Inflation gab es ja schon immer. Nur die letzten 40 Jahre,
historisch hohes Zinsniveau, davon sind wir gefallen. Gleichzeitig kam die Inflation zurück. Also durchaus vernünftige Realzinsen. Und so ein bisschen hat man sich daran gewöhnt, dass die Realzinsen hier im Endeffekt positiv sind, dass man eben mit kurzfristigen, sicheren Geldanlagen, mit Einlagensicherungsfonds eine positive, reale Rendite möglich ist. Aber da gibt es natürlich auch kein Anrecht drauf. Und wenn Sie sich mal mit langfristigen Kapitalmarktentwicklungen beschäftigen, dann stellen Sie auch fest, dass die Phase jetzt die letzten 38, 40 Jahre doch sehr, sehr ungewöhnlich ist und dass wir uns durchaus auf einen Regimewechsel einstellen müssen. Das heißt, wir sprechen zwar in vielen Fällen von der kapitalgedeckten Altersvorsorge, aber in der Realität, insbesondere in Deutschland, ist eine zinsbasierte Altersvorsorge. Und dass eine zinsbasierte Altersvorsorge nicht funktionieren kann, wenn wir keine Zinsen mehr haben, ich glaube, dazu muss man weder Volkswirt noch Finanzanalytiker noch Politiker sein, das kann man relativ schnell verstehen. Und dementsprechend, was wir jetzt sehen, sind nichts anderes als die Symptome, die sich bei der kapitalgedeckten, zinsbasierten Altersvorsorge zeigen, die eben dadurch ausgelöst wird, dass wir in vielen Fällen in Deutschland das Thema Altersvorsorge mit einer Vermögensklassenkombination darstellen, die zu 90% aus festverzinslichen Wertpapieren besteht, die aktuell kaum noch Ertrag haben, und zu 10% ein bisschen Aktien und ein bisschen Immobilien. Und dementsprechend auch ein sehr deutsches Problem. Andere Länder haben auch mit niedrigen Zinsen zu kämpfen. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass Sie vielleicht 50% Aktien und 50% Anleihen haben in der Anlagestrategie einer Altersvorsorgestrategie, also einfach breiter gestreut und die Aktienmärkte sehr, sehr gut gelaufen sind, dann fehlen Ihnen natürlich zwar die Zinsen, aber auf der anderen Seite haben die fehlenden Zinsen ja auch die Aktienmärkte stark begünstigt. Und dementsprechend diese Schieflage, die wir momentan sehen, die resultiert auch sehr, sehr stark aus diesem extremen Fokus der Anbieter auf das Thema zinsbasierte Anlagen, also festverzinste Wertpapiere. Und wenn Sie das noch weiter spinnen für die privaten Geldvermögen in Deutschland, dann sind Sie bei knapp 6 Billionen Euro. Davon liegen 40% auf Konten, also unverzinst. 35% sind Forderungen gegen die Versicherung. Die liegen wiederum zu 90% in Anleihen. Dann nochmal 20% Fonds und Zertifikate, dann natürlich auch viele zinsabhängige Papiere, 5% direkte Anleihen und lediglich 5% sind Aktien. Also daraus erklärt sich eben auch die Schieflage. Zinsbasierte Altersvorsorge kann ohne Zinsen nicht funktionieren. Man kann es ein bisschen strecken, man kann ein bisschen natürlich das Thema in die Zukunft schieben, aber am Ende des Tages eine Verpackung einer Geldanlage, sei es eine Versicherung, sei es ein Fonds oder sei es ein Versorgungswerk, kann nicht dauerhaft mehr Rendite generieren, als das, was eben diese Verpackung dieser verschiedenen Vermögensklassen selbst einnimmt. Und so ist eben die Realität. Das heißt, der Beratungsbedarf wird deutlicher, die Probleme sind wirklich erheblich und vor allem, wenn Sie nochmal in die dargestellte Vermögensstruktur eines durchschnittlichen deutschen Haushaltes denken, dann müssen wir sagen, 20% Rückgang im DAX ist für die meisten deutschen Anleger vollkommen irrelevant. Das sehen Sie aber jeden Tag in der Tagesschau. Für die Deutschen ist das viel, viel relevanter, die jetzige Niedrigzinsphase, weil die Schäden in der zinsbasierten Altersvorsorge, die sind erheblich. Wir sehen, wie gesagt, das nicht nur bei der Kapitalanlage, Sie sehen das bei Lebensversicherungen, die als Tilgungsaussetzung genutzt wurden, die als Kreditsicherheit genutzt wurden. Also Sie sehen schon, die Probleme sind viel, viel größer und in der Breite deutlich schlagender als eine Korrektur oder ein massiver Rückgang am Aktienmarkt von 25% oder 30%. Schauen wir jetzt nun kurz das vereinfachte Beispiel für eine Ruhestandsplanung an. Grundsätzlich, wir brauchen hier mal wichtige Parameter. Wir brauchen das aktuelle Alter, wir brauchen das aktuelle Vermögen, Depots, Versicherungen und ähnliches. Wir brauchen das gewünschte Ruhestandsalter und wir brauchen den gewünschten Einkommens- oder das gewünschte Einkommen im Ruhestand. Im ersten Schritt sollten wir also mal eine Bilanz erstellen. Was habe ich an Vermögen? Ja, auf Basis der verschiedenen Mitteilungen meiner Banken, Versicherungen und Ähnlichem, was habe ich an Krediten und die Differenz zwischen meinem Vermögen und meinen Krediten ist eben mein Eigenkapital und das ist hoffentlich positiv. Im zweiten Schritt geht es darum, wie komme ich eigentlich zur erforderlichen Rendite? Und bei der Ermittlung der erforderlichen Rendite bitte ich Sie, sich die Analogie zu merken, wie wenn Sie einen Urlaub planen. Sie müssen schon wissen, ob Sie an die Berge fahren, wollen oder ob Sie lieber an den Strand wollen, weil auf Basis dieser Entscheidung schauen sich ja konkret auch die Angebote, sei es im Internet oder sei es in Katalogen an. Bei der Geldanlage stellen wir oft fest, dass hier kein konkreter Zweck vorgenommen wird, dass es keine erforderliche Rendite gibt, die man errechnet hat. Und wenn Sie die erforderliche Rendite nicht kennen, wie soll da die Anlagestrategie plausibilisiert werden? Und dementsprechend, wir haben jetzt hier mal einen kleinen Musterfall. Wir machen das nachher nochmal konkret anhand des Beispiels, was Sie auch selbst dann im Internet mit Ihren persönlichen Daten nachrechnen können.
Also jemand will in den Ruhestand gehen, 2000 Euro in monatlicher Kaufkraft auf heutiger Basis sollen das sein. Das Vermögen soll anwachsen bis zum Ruhestand. Wir haben eine Renditeannahme im Ruhestand und wenn wir uns das mal kurz anschauen, dann haben wir ein Vermögen, das sehen Sie hier, hat eine gewisse Rentenzusage. Man muss also die Rente mit der Inflation hochrechnen, schaut sich an, was ist schon an Einkommen aufgrund Renten da. Dann haben Sie zu diesem Zeitpunkt haben Sie eben eine gewisse Lücke. Ja, in unserem Beispiel sehen wir hier, 351.000 Euro bräuchten wir, um die Lücke, die da ist, hier im Ruhestand zu schließen. Und dementsprechend brauchen wir jetzt eine Rendite von 8%. Soweit die Thematik. Und Sie sehen schon, das ist eine Funktion von Anlagehorizont. Wir haben einerseits den Zeitraum bis zum Renteneintritt. Wir haben den zweiten Zeitraum ab Renteneintritt. Es ist eine Funktion von Zinsen, Ertragserwartung, Inflation und eben auch Steuern. Und wie man das alles zusammenbringt und wie man vor allem auch sinnvolle Inputparameter für eine solche finanzmathematische Planung bekommt, das gehen wir jetzt nochmal zusammen durch. Wir schauen uns zunächst nochmal das Thema Steuern an und Sie alle kennen vielleicht noch 1, 2 oder 3, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Das ist eine Sendung, ich glaube in den 80er, 90er Jahren, das war eine Kindersendung, dementsprechend ich war damals im Kindesalter, aber das Alterseinkünftegesetz ist ein bisschen ähnlich. Wir haben hier drei verschiedene Schichten. Das Ganze mutet sehr, sehr komplex an und ich habe Ihnen das auf einer Grafik zusammengefasst, beziehungsweise in einem einzelnen Schaubild. Und wenn Sie dieses Schaubild verstehen, dann haben Sie das Alterseinkünftegesetz verstanden und dann wissen Sie auch, woran Sie eine gute Beratung zum Thema Altersvorsorgeplanung unter Berücksichtigung der steuerlichen Parameter bekommen, woran erkennen Sie eine gute Beratung und was ist einfach nur Produktverkauf. Also, wir haben grundsätzlich zwei Phasen, wie ich es eben schon mal skizziert habe. Einmal die Sparphase und dann eben die Rentenphase. Und vereinfacht gesprochen hat jede dieser drei Schichten der Altersvorsorge. In der ersten Schicht finden Sie die gesetzliche Rentenversicherung und berufsständische Versorgungswerke. Das ist die Schicht 1. In der zweiten Schicht haben Sie die betriebliche Altersversorgung und die Riester-Rente. In der Schicht 3 haben Sie alles, was in der Sparphase nicht steuerlich gefördert wird. Das heißt, wir schauen uns zunächst mal die Sparphase an. Wir zahlen also Geld ein in der Sparphase. Wir sparen irgendwo hin. Da haben wir einen Bruttoaufwand. Also das ist das Geld, was von Ihrem Konto abfließt, sei es in einen Fondssparplan, sei es in eine Versicherung in der ersten, zweiten oder dritten Schicht. Dann haben wir je nach Schicht eine gewisse Steuerentlastung. Das heißt, Beispiel, wir würden 500 Euro aus unserer Tasche rausfließen lassen und durch den Steuereffekt haben wir 200 Euro Steuereffekt. Dann haben wir 500 Euro Bruttoaufwand, abzüglich 200 Euro Steuer, ist ein Nettoaufwand von 300 Euro. In der Rentenphase bekommen wir beispielsweise wiederum 500 Euro Rente, müssen 200 Euro Steuern, vielleicht auch Sozialversicherung zahlen, also ist die Nettorente 300 Euro. Ja? Das heißt, die Schichten unterscheiden sich im Wesentlichen darin, wie die Beiträge in der Sparphase und wie die Renten, also die Auszahlung in der Rentenphase, steuerlich und im Rahmen der Sozialversicherung behandelt werden. Und ich habe Ihnen das jetzt hier mal entsprechend skizziert und wir fangen mal so an. Sie sehen hier auf der Y-Achse den Aufwand. Also wie viel Geld muss ich im Laufe meiner Sparphase aufbringen, um das notwendige Zielkapital zu erreichen? Und jetzt schauen wir in die zweite Schicht. Die zweite Schicht ist Riester, die betriebliche Altersvorsorge. Dort werden 100% der Einzahlungen, die Sie vornehmen, steuerfrei gestellt. 100% der Einzahlungen werden steuerfrei gestellt. Das heißt also, vom Aufwand her ist der Aufwand natürlich am geringsten, weil unsere Beiträge reduzieren sich ja massiv durch die Steuerentlastung. Jetzt sehen Sie aber bei dem Kapital, was wir brauchen, dass wir hier das höchste Kapital brauchen, also niedrigster Aufwand, höchstes Kapital. Warum brauchen wir das höchste Kapital? Weil die Auszahlungen in der Rentenphase auch wiederum zu 100% steuerlich erfasst werden. Also 100% Steuereffekt auf die Beiträge in der Sparphase, 100% Belastung in der Rentenphase. Deswegen niedrigster Aufwand, höchstes Zielkapital. In der ersten Schicht, da finden Sie die gesetzliche Rentenversicherung, die freiberuflichen Versorgungswerke oder auch die sogenannten Basis- und Rürup-Renten von privaten Anbietern wie Versicherungen oder Fondsgesellschaften, da kommt es ein bisschen drauf an, in welchem Jahr Sie den Beitrag leisten und in welchem Jahr Sie in den Ruhestand gehen. Aber
Wir stellen fest, wir haben eine gewisse steuerliche Entlastung in der Sparphase und eine gewisse steuerliche Belastung in der Rentenphase. Das heißt, wir sind da so ein bisschen in der Mitte. Und wenn ich sage in der Mitte, zwischen 100% Steuerfreistellung hier und sehr geringer steuerlicher Belastung hier, dann sind wir in der dritten Schicht. Das heißt, in der dritten Schicht, also eine Lebensrentenversicherung, die Sie heute abschließen, haben Sie gar keine steuerliche Entlastung. Das heißt, Sie zahlen 100 Euro im Monat ein, es gibt gar keinen Steuereffekt. Wenn Sie gar keinen Steuereffekt in der Sparphase haben, haben Sie also während der Sparphase den höchsten Aufwand. Da Sie aber schon die Beiträge aus versteuertem Einkommen gebracht haben, werden die Rentenleistungen, die Sie in der Rentenphase bekommen, auch sehr, sehr gering besteuert. Dementsprechend brauchen Sie auch das geringste Sparkapital. Dementsprechend sehen Sie an dieser Stelle schon, das Alterseinkünftegesetz ist nichts anderes, als dass Einzahlung und Renten unterschiedlich behandelt werden. Das Problem ist jetzt, dass in der Beratung häufig abgestellt wird auf die Steuerentlastung in der Sparphase. Das sieht dann natürlich immer toll aus. Ja? Sie zahlen 500 Euro ein, kriegen 200 Euro Steuern zurück, man hat nur 300 Euro eingesetzt. Ist ja super, wer spart nicht gerne Steuern. Was allerdings in der Betrachtung leider oft außen vor bleibt, ist das Thema, dass wir in der Rentenphase ja wieder eine Belastung haben. Das heißt, 100% der Renten oder der Auszahlung werden dann steuerlich komplett erfasst. Das heißt, wir reden nicht über eine Steuerersparnis, sondern wir reden nur über eine Steuerstundung. Und der Steuereffekt ist groß oder klein in Abhängigkeit dessen, wie hoch ist die Steuersatzdifferenz von der Sparphase zur Rentenphase. Das heißt, das muss man sich anschauen. Als Fachidiot gesprochen geht es also bei der steuerlichen Berücksichtigung der Altersvorsorge darum, sich klarzumachen, welchen Betrag oder wie sieht die Optimierung aus meines notwendigen Aufwandes in der Sparphase, um mein notwendiges Kapital für die Rentenphase zu erreichen. Das heißt, wie ist der interne Zinsfuß über meine komplette Lebenserwartung, der mich zu dem geringsten Beitragsaufkommen führt. Und das ist Schritt 1, das geringste Aufkommen. Aber Sie wissen, im Leben gibt es nichts umsonst. Vor allem gibt es in Deutschland auch keine Steuerstundung oder Steuereffekte umsonst. Damit diese Steuereffekte auch gewährt werden, sieht der Gesetzgeber verschiedene Zertifizierungsmechanismen vor. Die sind beispielsweise bei der Riester-Rente so, dass eine 100%ige Kapitalgarantie erforderlich ist. Diese Kapitalgarantie vernichtet im aktuellen Zinsumfeld aufgrund der hohen Garantiekosten jegliche Renditeerwartung. Also tolle steuerliche Förderung, aber sehr, sehr geringe Ertragserwartung. Bei der Basisrente in der Schicht 1 haben Sie einen geringeren steuerlichen Effekt, aber Sie können die Kapitalanlage frei wählen, weil keine Garantie notwendig ist. Gleichzeitig können Sie das Kapital auch nicht auf einen Schlag verfügen. Das heißt, Sie sehen schon hier, Altersvorsorge berücksichtigt oder muss berücksichtigen diese finanzmathematischen Aspekte, man muss die steuerlichen Aspekte berücksichtigen, das ist ein quantitatives Thema, und im nächsten Schritt sich qualitativ klar machen, bin ich bereit, die Einschränkungen einzugehen, die mit den steuerlichen möglichen Vorteilen, mit den steuerlich möglichen Vorteilen und mit den wirtschaftlichen Einschränkungen, Stichwort Garantiekosten, einhergehen. Das heißt, gute Altersvorsorgeberatung heißt immer Berücksichtigung der steuerlichen Aspekte in der Sparphase und in der Rentenphase. Und vor allem auch ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Rentenphase, zu unterstellen, dass eben derjenige, der die Rente bekommt, eben nicht 92 wird, sondern dass er vielleicht mit 70, 75 stirbt. Und wenn dann die Leistung aus der Rentenversicherung endet, dann werden Sie schnell feststellen, dann ist der Verzicht auf jegliche steuerliche Förderung sinnvoll, weil dann sind Sie mit jeder freien Anlage besser, weil die freie Anlage kann frei vererbt werden. Betriebsrenten oder auch die Basisrenten nur in einem sehr, sehr eingeschränkten Personenkreis. Also das ist ein wichtiges Thema, wenn Sie eine Altersvorsorgeberatung haben und man spricht nicht mit Ihnen über steuerlichen Belastungen in der Rentenphase, dann wissen Sie, schlechte Beratung ist reiner Verkauf, entweder weil man es nicht besser weiß oder weil man einfach die Einzahlungen hier sehr attraktiv darstellen möchte. Kommen wir nun zum Thema Rendite. Die Frage ist ja, welche Rendite dürfen wir denn im heutigen Niedrigzinsumfeld erwarten? Und ich habe Ihnen ja mal eine Grundsystematik mitgebracht, wie Sie realistische Erwartungen formulieren können und wie Sie vor allem auch Aussagen von Produktanbietern, von Vermögensverwaltern, von Finanzdienstleistern oder der betrieblichen Altersvorsorge plausibilisieren können. Also Sie können das auf jede finanzielle Anlage anwenden. Also wir haben Vermögensklassen, die haben jeweils eine erwartete Rendite. Das Zusammenspiel ergibt den erwarteten Ertrag vor Kosten. Also sprich, die verteilten Renditeerwartungen mal die Renditeerwartungen, die geben
den erwarteten Ertrag vor Kosten. Dann müssen Sie die Kosten abziehen, das Produkt, das können gar keine Kosten sein, wenn Sie eine reine Aktien- oder Anleihestrategie haben, das können Kosten sein auf Basis eines Indexfonds, eines aktiven Fonds, Vermögensverwaltung, Versicherungsprodukt, spielt gar keine Rolle. Kosten müssen transparent sein. Dann haben Sie die Rendite nach Kosten. Die Rendite nach Kosten ist erstmal für jeden Anleger, der die gleiche Strategie wählt, gleich. Was dann einen Unterschied macht, ist die Rendite nach Steuern, weil Steuern können unterschiedlich sein. Es kann die Abgeltungssteuer sein, das kann eine Steuer sein im Rahmen der ersten oder zweiten oder dritten Schicht der Altersvorsorge. Die Rendite nach Steuern ist Abhängigkeit von persönlichen steuerlichen Erwägungen. Also diese Rendite ist dann individuell. Was dann wieder alle trifft, ist das Thema Inflation. Und wenn wir die auch noch abziehen, haben wir die persönliche Rendite. Das heißt, in einem konkreten Beispiel dargestellt, unterstellen wir mal, wir haben unser Kapital auf zwei Vermögensklassen verteilt. Und jede Vermögensklasse bekommt 50% unseres Geldes. Die eine Vermögensklasse hat eine erwartete Rendite von 2%, die andere von 4%. Das heißt, wenn Sie das jetzt miteinander multiplizieren, wenn 50% Ihrer Anlage 2% Renditeerwartung haben, 50 mal 2% ist 1%. 50% Ihrer Geldanlage bringen 4%. Das sind dann also 2%. Und wenn Sie 1 plus 2 addieren, dann kommen Sie auf 3%. Wenn Sie dann die Kosten des Produkts subtrahieren, in meinem Beispiel haben wir jetzt hier 1% gewählt, dann haben wir eine Rendite nach Kosten von 2%. Ich habe jetzt eine Steuer unterstellt in Höhe der Abgeltungssteuer. Aus Vereinfachungsgründen habe ich den Solidaritätszuschlag und die Kirchensteuer außen vor gelassen. 25% Abgeltungssteuer führen also zu 0,5% Steuerbelastung, gibt eine Rendite nach Steuern von 1,5%. So, jetzt wirkt die Inflation, in diesem Rechenbeispiel 1%, ergibt eine persönliche Rendite von 0,5%. Das, meine Damen und Herren, können Sie auf jede Art von Finanzanlage, egal ob Investmentfonds, Zertifikat, Vermögensverwaltung, Rentenversicherung, fondsgebunden, Hybrid oder wie auch immer, anwenden. Das zeigt Ihnen aber auch schon sehr deutlich, wenn Sie sich jetzt eine Anlage vorstellen, die, nehmen wir jetzt mal die Versicherungswirtschaft, zu 90% in Anleihen investiert ist und zu 10% in diversen Sachwerten, dann haben Sie eine Renditeerwartung von, wenn es gut läuft, 2 bis 2,5% vor Kosten. Wenn Sie dann die Kosten abziehen und die Steuer, sofern eine Steuer fällig ist, weil der Vertrag nach 2005 abgeschlossen wurde, und Sie ziehen dann noch die Inflation ab, dann kommen Sie auf eine Rendite, die im besten Fall leicht positiv ist, im schlechtesten Fall aber auch negativ. Das heißt, viele Produkte, die Sie in Ihrem Kopf haben, die die Finanzindustrie, wir als Verbraucher, die Medien und alle unter dem Begriff Altersvorsorge subsumieren, die erfüllen heute gar nicht mehr den Zweck der Altersvorsorge, weil Altersvorsorge impliziert einen positiven Realzins. Einen positiven Realzins. Wenn Sie keinen positiven Realzins haben, dann müssen Sie in Ihrer Sparphase so viel sparen, wie Sie im Rentenalter benötigen. Das kann ja so gut wie niemand. Das heißt, wir brauchen alle einen positiven Realzins, um auf den notwendigen Kapitalstock für den Ruhestand oder den vorgezogenen Ruhestand zu kommen. Wenn aber die Produkte, die häufig mit dem Label Altersvorsorge noch bereits vorhanden sind oder unter dem Aspekt der Garantien als Altersvorsorge vermarktet werden, rechnerisch anhand dieses simplen Schemas gar nicht mathematisch die Rendite erreichen können, die einen positiven Realzins überhaupt möglich macht, dann muss man sagen, da muss Altersvorsorge komplett neu gedacht werden. Das ist die Thematik, die wir heute haben. Das trifft natürlich insbesondere diejenigen, die entsprechende bereits Gelder in klassischen kapitalbildenden Produkten haben, sei es in der betrieblichen Altersvorsorge, sei es in privaten Verträgen. Man muss sich einfach damit auseinandersetzen, sich die Frage stellen, wie ist eigentlich die Renditeerwartung und ist die Renditeerwartung mathematisch, überhaupt rechnerisch so hoch, dass es dem Ziel der Altersvorsorge dienlich ist. In meiner Wahrnehmung muss man in vielen Fällen bei den erwarteten Produktrenditen nicht von Altersvorsorge sprechen, sondern von Altersrücklage. Weil Altersvorsorge impliziert echten Vermögensaufbau, echte Kaufkraftsteigerung. Dazu brauchen Sie allerdings positive Realzinsen. In der Realität haben wir sehr, sehr niedrige Realzinsen. Deswegen ist meines Erachtens der Begriff Altersrücklage deutlich passender. Also die Ertragserwartungen sind viel, viel niedriger, bedingt natürlich, dass man mehr sparen müsste. Sofern das nicht möglich ist, muss natürlich hier die Anlagestrategie angepasst werden. Hier nochmal kurz der Renditeüberblick für die Jahre 2003, 2007 und mit den Schlussdaten von gestern. Und Sie sehen schon, Hochzinsanleihen aus dem Euroraum, da gab es mal 13%, heute noch 3,3%. Im Tief waren wir vor wenigen Monaten bei 2,4, 2,5%.
Unternehmensanleihen, so die Butter- und Brotanleihe, also Euro-Unternehmensanleihen, solider Bonität, da gab es mal 5%, heute 1,3. Deutsche Staatsanleihen, vor 10 Jahren noch mit 4,2 rentiert, aktuell 0,6. Vor einigen Wochen waren wir um die 0. Und da sehen Sie schon, wenn Sie 50% in Euro-Unternehmensanleihen investieren, die 1,3% Rendite bringen, dann ist das ein Ergebnisbeitrag von 0,65%. Wenn Sie 50% in Staatsanleihen investieren, die 0,6 bringen, dann sind das 0,3. Und wenn Sie 0,3 und 0,65 addieren, dann sind Sie bei einer Renditeerwartung von 1%. Vor Kosten, vor Steuern, vor Inflation. Und das ist natürlich ein großes Thema. Das heißt, auch die Kapitalsammelstellen werden immer weiter natürlich in andere Anlagen hineingepresst. Man versucht, Zinsersatzinstrumente zu finden. Aber wir sehen schon, dass die Herausforderung bei der Kapitalanlage, auch für die professionellen Marktteilnehmer, wie große Kapitalsammelstellen, natürlich deutlich größer geworden ist. Das heißt, für die Anleihen haben wir eine Renditeerwartung, die sich aus den aktuellen Zinsstrukturkurven für die verschiedenen Bonitäten ergibt. Aber wie sieht es eigentlich für die Aktienmärkte aus? Und für die Aktienmärkte gilt, dass wir uns hier auch glücklicherweise ein Verhältnis anschauen können, was nicht dazu taugt, die Timing-Entscheidung für Ihre Aktienstrategie zu treffen, sondern das ist ein Thema, was bei der langfristigen Herleitung der notwendigen Vermögensklassen zur Erreichung Ihrer langfristigen finanziellen Ziele, was ja Altersvorsorge in vielen Fällen ist, auch ein 60-Jähriger hat für Teile seiner Kapitalanlage 20 plus Jahre Anlagehorizont, sehen wir Folgendes. Wir haben hier das sogenannte Schiller-PI. Der hat das sehr publik gemacht. Eigentlich hat das mal Benjamin Graham bereits errechnet in den 90er, 20er Jahren war es, glaube ich. Aber vereinfacht geht es um folgenden Sachverhalt. Man nimmt den Gewinn des Unternehmens, eines Aktienunternehmens und bereinigt es um die Inflation. Und das tut man über 10 Jahre. Also über 10 Jahre nehmen wir Unternehmensgewinne bereinigen die um die Inflation und nehmen diesen durchschnittlichen Gewinnwert nach Inflation ins Verhältnis zum aktuellen Preis der Aktie. Das nennt man das zyklusgeglättete Kursgewinnverhältnis. Vereinfacht gesprochen, je niedriger das Kursgewinnverhältnis, ich rede jetzt nicht auf einzelner Aktienebene, sondern auf Indexebene, um gewisse Glättungseffekte zu haben, je niedriger das Kursgewinnverhältnis, desto günstiger erscheint die Aktie respektive auch der Index. Man würde also erwarten, dass je niedriger das Kursgewinnverhältnis beim Kauf, desto höher meine langfristigen Ertragserwartungen. Ich betone langfristig. Ja? Und das hat man sich angeschaut für den US-Aktienmarkt, gemessen am S&P 500, das eben der Index mit einer sehr, sehr schönen und langfristigen Datenhistorie, aber auch für andere Märkte sieht man das für kürzere Zeiträume bestätigt. Das heißt, wir haben hier unten das Kursgewinnverhältnis, eben hier sehen Sie eher niedrig, und auf der Hochachse sehen Sie in den folgenden 10 Jahren die realen Renditen, also die Renditen nach Inflation für den Index. Und was Sie hier feststellen ist, an der Höhe des blauen Balkens hatten wir ein niedriges Kursgewinnverhältnis, also einen günstigen Einstiegszeitpunkt, waren die Erträge in den nächsten Jahren auf realer Basis sehr, sehr hoch. Bin ich etwas höher eingestiegen zum Startzeitpunkt, waren die Erträge niedriger. Bin ich noch höher eingestiegen, waren die Erträge noch niedriger. Und heute befinden wir uns ungefähr hier. Das heißt, für den Aktienmarkt gilt, dass dieses zyklusgeglättete Kursgewinnverhältnis ein vernünftiger Indikator ist, um die langfristigen Renditeerwartungen zu prognostizieren. Tendenziell die statistischen Aussagen ziehen sich immer auf einen Anlagezeitraum von 10 bis 15 Jahren. Deswegen, das ist nichts für die kurzfristige Anlageentscheidungspraxis und die taktische Steuerung der Aktienquote, sondern für die langfristige Ausrichtung der Vermögensstruktur. Ich habe Ihnen hier nochmal dieses zyklusgeglättete Kursgewinnverhältnis mitgebracht. Aktuelle Daten eben per Stand Mai 2018, so wie Sie das von uns gewohnt sind, eben die aktuellen Daten. Und da sehen Sie hier, der Wert liegt aktuell bei 31. Wenn wir hier zurückgehen, dann sehen Sie also, da sind wir bei einer realen Ertragserwartung von ungefähr 2% real über die nächsten 10 Jahre. Und das erklärt auch, warum der US-Aktienmarkt aktuell als einer der teuersten der Welt gesehen wird und warum man auch so stark und sensibel auf das Thema steigende Zinsen in den USA reagiert. Diese Berechnungen kann man für verschiedene Aktienmärkte, für Schwellenländer, für Industrienationen, für Sektoren und so weiter feststellen und die Kombination dieses zyklusgeglätteten Kursgewinnverhältnisses plus das Preis-Buch-Verhältnis als Substanzkennzahl, wenn Sie die kombinieren, dann haben Sie einen sehr, sehr guten Indikator für die langfristigen Erwartungen am Aktienmarkt. So machen wir das, um die strategische Anlagestrategie herzuleiten, um dann eben auch zu den notwendigen Aktienquoten zu kommen. Also wir fassen zusammen, die
Erwartungen für eine gewisse Laufzeit kriegen wir aus den Zinsstrukturkurven der verschiedenen Bonitäten. Für den Aktienmarkt bekommen wir es über die zyklusgeglätteten Kursgewinnverhältnisse. Für Immobilien können wir die Bruttoanfangsrenditen nehmen. Die sind eben auch heute natürlich aufgrund der höheren Preise und der nicht so stark gestiegenen Mieten auch deutlich geringer als vor einigen Jahren. Dementsprechend natürlich auch für Immobilien gilt, die Ertragserwartungen für die nächsten Jahre sind natürlich deutlich niedriger, als sie vor 5 bis 6 Jahren waren. Deswegen, vernetztes Denken ist da angesagt. Und ich habe Ihnen das hier nochmal dargestellt. Es geht um viel, viel mehr als Geld auf dem Konto. Oft wird Finanzplanung damit verwechselt, dass man ein bisschen am Wertpapierdepot rumoptimiert. Und das war es dann auf gut Deutsch gesagt. Nein, richtige Finanzberatung, echte Beratung, die schaut sich Humankapital an. Also sprich, sind Sie Beamter, sind Sie Freiberufler, sind Sie selbstständiger Unternehmer? Das ist ein wichtiger Punkt. Ist der Zahlungsstrom aus Ihrem Humankapital, aus Ihrer Arbeitskraft, ist der eher sehr, sehr sicher oder ist der eher sehr, sehr schwankend? Das hat natürlich Auswirkungen. Wichtig ist aber, aus dem Humankapital bilden Sie Finanzvermögen, also Guthaben in Versicherungen oder auch Wertpapieren oder Guthaben auf Konten. Sie bilden aber auch Rentenvermögen. Also der Beamte, der bildet sein Rentenvermögen ja zwangsläufig durch seine Dienstzugehörigkeit mit seinen Pensionsansprüchen. Der Angestellte bildet seine Rentenvermögen ja auch zwangsläufig durch die Zwangsmitgliedschaft in der gesetzten Rentenversicherung. Der Freiberufler bildet das Rentenvermögen durch die Pflichtmitgliedschaft im berufsständischen Versorgungswerk. Also Sie sehen schon hier, das Humankapital ist die Basis und die Quelle, aus der sowohl das Finanzvermögen als auch das nicht verfügbare Rentenvermögen hier sich entwickeln. Dann haben wir Risikobereitschaft, wie wir die messen, zeige ich Ihnen gleich. Wir haben die Gesamtvermögensstruktur, wie man die ermittelt, machen wir auch gleich. Und dann haben Sie eben Anlageziele und Wechselwirkung. Und erst wenn Sie das alles berücksichtigen, dann können Sie Entscheidungen treffen über, was wollen Sie versichern, also wo wollen Sie einzelne Lebensrisiken, wie Berufsunfähigkeit, Todesfall, Pflege, wo wollen Sie die nicht selbst tragen, sondern für einen Preis, für eine Prämie, die Sie zahlen, an ein Versicherungskollektiv übertragen? Und wie sehen eigentlich Ihre Entscheidungen zum Thema Vermögensstrukturierung aus? Und auch hier haben wir natürlich Wechselwirkungen zwischen diesen beiden Themen. Also Finanzplanung, Vermögensstrukturierung ist dieses Bild und nicht die Wahl, ob Sie Aktien von BMW oder Daimler heute kaufen. Das sind Fragen, die sind viel, viel nachgelagert. Die eigene finanzielle Situation zu verstehen ist natürlich essentiell und wir haben hierzu die Ypos Vermögensmatrix entwickelt. Die nutzen wir seit mittlerweile rund 10 Jahren und die teilt die Vermögenswerte in 2 Klassen. Auf der einen Seite gibt es die Geldwerte, das sind also Kontoguthaben, Gelder, Staatsanleihen, Pfandbriefe und auch deren Verpackungen wie Lebensversicherung, aber auch Rentenansprüche vom Versorgungswerk, vom Staat oder vom Arbeitgeber. Vorteil der Geldwerte, stabile und kalkulierbare Zahlungen. Problem natürlich, wenn es keinen Zins gibt. Wir haben eine Kaufkraftminderung durch Inflation. Wir haben natürlich auch ein gewisses Bonitätsrisiko. Und wir haben ein Zinsänderungsrisiko. Auf der anderen Seite die Sachwerte. Das sind Aktien, Immobilien, Rohstoffe, Edelmetalle. Also da partizipiere ich an wirtschaftlichen Erträgen und Wertsteigerungen. Die sind nicht beliebig vermehrbar. Und was besonders die Deutschen sehr, sehr stark stört, anders kann man die Vermögensstruktur der privaten Haushalte nicht erklären, das sind die Preisrisiken, also die Schwankungen und der Verlauf, der nicht kalkulierbar ist. Wir Deutschen sind schon sehr, sehr stark zinsfixiert und haben dementsprechend diese massive Schieflage in dem privaten Geldvermögen. Wir haben diese massive Schieflage auch bei der Altersvorsorge und so zieht sich dieses Problem wie ein roter Faden hier durch die Vermögensstruktur von der Kapitalsammelstelle eben bis hin zum privaten Geldvermögen. Das heißt, wir haben Produktivkapital, hier sind Sachwerte, das sind Aktien und die vermietete Immobilie. Wir haben Rohstoffe und wir haben intrinsische Werte, Oldtimer, Edelmetalle, Kunst. Und diese simple Einteilung, die können Sie für sämtliche Vermögenswerte vornehmen, die Sie in Ihrer Vermögensstruktur haben und die können Sie für sämtliche Anlagestrategien hier entsprechend durchgehen. Wir machen mal einen Praxisfall, das heißt, wir schauen uns mal verschiedene Anlagen an, eben auch Verpackungen, analysieren die und ordnen die dann ganz klar auf das Thema Geldwerte und Sachwerte zu. Und wir machen das seit 10 Jahren mit Kunden, wir machen das mit Berufseinsteigern, wir machen das auch mit Multimillionären. Und ich darf Ihnen versichern, dass es bisher jeder wunderbar nachvollziehen konnte. Und nachdem man das 2-3 Mal getan hat in den regelmäßigen Strategiegesprächen, kann man das selbst. Also kein Finanzhokuspokus mit komplexen Fachtermini. Jeder von Ihnen kann das problemlos nachvollziehen. Also wir haben liquide und bekannte Vermögenswerte. Also wir schauen zunächst mal das an, was Anleger typischerweise anschauen. Das sind eben die Depotwerte. Jetzt hat unser Kunde hat eben Aktien von Siemens, bekanntes deutsches Unternehmen. Da liegen 20.000 Euro laut Depotauszug. Da sind wir uns, glaube ich, einig, das ist Produktivkapital. Ja? Wir haben einen Aktienfonds. Dieser Aktienfonds kauft Aktien.
Die Hülle ist ein Aktienfonds, der sorgt für eine gewisse rechtliche Stellung, für eine gewisse steuerliche Behandlung, auch für einen gewissen Anlegerschutz. Aber am Ende des Tages ist ein Aktienfonds ein Sammelsurium von Aktien. Also ist er ganz klar natürlich auch dem Produktivkapital zuzuordnen. Eine Besonderheit sind Zertifikate. Zertifikate sind rechtlich eine Inhaberschuldverschreibung, also nichts anderes als eine Anleihe, respektive ein standardisierter Kredit. Also ist die Frage nominal, Geldwert oder Produktivkapital. Im konkreten Fall, Sie sehen, das Zertifikat bezieht sich auf den DAX. Also wenn der DAX 1% steigt, steigt das Zertifikat um 1%, fällt der DAX um 1%, dann fällt auch das Zertifikat um 1%. Sie sehen schon hier, durch meine Zuordnung zum Thema Produktivkapital habe ich das hier vorgenommen, habe gesagt, okay, wir konzentrieren uns nicht auf die rechtliche Konstruktion, sondern auf die wirtschaftliche Partizipation, deswegen Produktivkapital. Dann hat unser Kunde noch Festgeld bei der Volksbank, 20.000 Euro, da sind wir uns einig, Festgeld ist ein Geldwert, nominal. Ein Geldmarktfonds ist ein Sammelsurium von Geldwerten, also Zuordnung nominal. Jetzt haben wir hier einen Mischfonds. Dieser Mischfonds ist defensiv, ist ein Stiftungsfonds, 70% sind in Anleihen, deswegen Geldwert, 30% in Aktien, deswegen Zuordnung zum Thema Produktivkapital. Und so können wir das durchdeklinieren. Sie sehen hier unten, hier in einen Rohstofffonds investiert, dementsprechend natürlich das Geld den Rohstoffen zugeordnet. Dann haben wir physische Edelmetalle im Tresor liegen oder im Zollfreilager oder in der Schweiz oder wo auch immer, ist natürlich intrinsischer Wert. Sie sehen, einfach nachvollziehbar, Sie können jede Art von Vermögenswert hier auf die Vermögensmatrix zuordnen. Wir sehen ein Ergebnis, was relativ ausgewogen ist, 45% Produktivkapital, 18% eben intrinsisch, also unsere Edelmetalle, 37% Nominalkapital. Jetzt kommen unsere Versicherungen dazu. Unser Musteranleger hat verschiedene Versicherungen abgeschlossen. Eine Versicherung bei der Allianz, das ist der Marktführer, die ist klassisch. Klassisch heißt, 90% sind Anleihen, 10% sind sonstige Sachwerte. Die Zuordnung erfolgt hier nicht, dass wir uns die Bilanz der jeweiligen Versicherung anschauen, sondern wir nehmen den Branchenschnitt, können Sie selbst nachschauen, www.gdv.de, das ist der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft. Wenn Sie dort das statistische Jahrbuch der Versicherung anschauen, dann werden Sie diese Werte bestätigt sehen, also auch hier kein geheimes Wissen. 40.000 Euro ist der Rückkaufswert, den die Versicherung aktuell bescheinigt, 90% nominal, also Anleihen, und 10% produktiv. Dann hat er eine Pensionskasse, steuerlich anders behandelt, trotzdem klassisch, auch 90-10. Eine Rentenversicherung bei einem britischen Anbieter, die ticken ein bisschen anders, die sind eher im Produktivkapital unterwegs, deswegen 60 produktiv, 40 Geldwert. Und dann haben wir noch eine fondsgebundene Police und da schauen wir wieder durch die Hülle der Versicherung durch. Wir sehen, der Kunde hat einen Aktienfonds, einen Mischfonds, hälftig-hälftig, also ordnen wir das gegenwärtige Volumen hälftig auf die beiden Vermögensklassen zu. Das heißt, Sie sehen, die Darstellung verschiebt sich, der Anteil an Nominalwerten geht entsprechend zur reinen Betrachtung der liquiden Vermögenswerte nach oben. Der Anteil an Produktivkapital und intrinsischen Werten, eben den Edelmetallen, der geht prozentual entsprechend zurück. Jetzt kommt noch ein großer Punkt. Ich habe gesagt, hier handelt es sich um einen Angestellten. Die deutsche Rentenversicherung ist aus finanzwirtschaftlicher, aus ökonomischer Perspektive nichts anderes als eine unverkäufliche deutsche Staatsanleihe. In unserem Beispiel, unser Anleger geht in 13 Jahren in Rente. Also der ist heute, sagen wir, 52, geht mit 65 in Rente, hat eine Lebenserwartung nach deutscher Aktuarsvereinigung, also kalkuliert die Versicherungswirtschaft, von 26 Jahren. Und der Anspruch ist heute ohne weitere Zahlung ins Rentensystem 1200 Euro. Und nun berechnen wir finanzmathematisch, was dieser Anspruch wert ist. Dieser Zins ist ein bisschen zu hoch in der heutigen Zeit, aber vereinfacht gesprochen kann man sagen, die brauchen heute 177.000 Euro in einer deutschen Staatsanleihe mit 3,5% Verzinsung, damit die in 13 Jahren auf 277.000 Euro angewachsen ist. Und dann langt dieses Geld, um bei 3,5% Verzinsung für 26 Jahre eben unsere statistische Lebenserwartung nach deutscher Aktuarsvereinigung von 1200 Euro Rente zu finanzieren. So funktioniert das Ganze. Das erklärt auch, warum die gesetzliche Rente heute an Attraktivität gewonnen hat, weil der Zins der Anleihe ist nicht mehr bei 3,5, sondern vielleicht bei 1%. Fallende Zinsen lässt den Gegenwert steigen. Das erklärt auch, warum Sie bei hohen Zinsen in der Zeitung gelesen haben, wer braucht gesetzliche Rente, besser alles kapitalgedeckt. Und warum Sie jetzt in der Niedrigzinsphase lesen, gesetzliche Rente besser als kapitalgedecktes Verfahren. So dreht sich das Ganze. Wenn wir uns jetzt die Gesamtstruktur anschauen, dann sehen Sie ein Gesamtergebnis, was sich wie folgt darstellt. Die dargestellte Werte, die beziehen natürlich sowohl liquide Vermögenswerte wie Wertpapiere, Edelmetalle und ähnliches, eine semi-liquide Werte, weil man sie erst kündigen müsste, wie
Versicherungen mit ein und komplett illiquide Werte, die Sie gar nicht beeinflussen können, wie gesetzliche und Betriebsrente mit ein. Aber ökonomisch gesehen, die Vermögensstruktur sieht so aus, 78% Nominalwerte und die restlichen 23% verteilen sich auf Sachwerte, zum Teil im Produktivkapital und der Edelmetallanteil von ursprünglich ja knapp 20% auf unter 5% gefallen. Das heißt, Step by Step, die sichtbare Vermögensstruktur, das, was häufig in der Finanzplanung und Vermögensstrukturierung berücksichtigt wird, die ist meistens ganz gut verteilt. Zieht man das Versicherungsvermögen hinzu, gibt es eine Verschiebung zugunsten der Geldwerte, zulasten der Sachwerte. Wer das Rentenvermögen zusätzlich berücksichtigt, dann haben wir eine weitere Verschiebung in Richtung Geldwerte. Das heißt aber für Sie auch, dass wenn Sie einen Berater haben oder Sie Ihre Anlagestrategie selbst ständig zusammenstellen, dass selbst wenn Sie alles richtig machen auf der Depotebene, im nächsten Schritt haben Sie verschiedene Versicherungen, sei es betrieblich oder privat. Die haben Sie ordentlich ausgewählt, Sie haben das steuerlich optimiert, der Steuerberater hat geprüft, dass alles richtig ist, Sie zahlen das Geld an die Versicherung ein, der Steuereffekt ist wie gewünscht, die verantwortlichen Manager in der Versicherung legen das Geld so an, wie es die aufsichtsrechtlichen und vertraglichen Bedingungen vorsehen und die Rentenversicherungssysteme machen auch, was sie sollen. Dann hat jeder an der Kette, jeder Berater, jeder Dienstleister und auch Sie selbst ja keinen Fehler gemacht. Aber im Endergebnis sehen wir eine Vermögensstruktur, die eben nicht ausgewogen ist. Wir haben eine gewisse Schieflage und meiner Erfahrung nach ist diese Schieflage in vielen Fällen nicht präsent, weil einfach das Vermögen nicht ganzheitlich betrachtet wird, wie wir es hier im Rahmen der Vermögensstrukturanalyse getan haben. Das heißt, auf Basis dieser Erkenntnisse können wir die Anlagestrategie herleiten. Wir müssen zunächst unser finanzielles Ziel definieren, das ist eben das Thema Ruhestand, da geht es viel um persönliche Aspekte, da geht es um emotionale Themen. Und dann müssen wir schauen, wie ist eigentlich mein heutiges Vermögen? Ich muss meine Bilanz erstellen, ich muss mein Vermögensbildungspotenzial, mein Sparpotenzial realistisch abschätzen. Dann kann ich errechnen, welche Rendite brauche ich, um von meinem A, Ausgangspunkt, zu meinem Z, Ziel zu kommen. Das kann ich ausrechnen. Das hat nichts mit Versicherungen zu tun, das hat nichts mit Wertpapieren zu tun. Da geht es einfach um Finanzmathematik. Und dann müssen wir schauen, ist diese Rendite am Markt erzielbar? Also ist das, was ich hier ausgerechnet habe, am Markt erzielbar? Wie wir das machen können? Haben Sie gesehen, sind Strukturkurven für die Anleihen, Bruttoanfangsrenditen für Immobilien, Schiller KGV in Kombination mit Preis-Buch-Verhältnis als Substanzkennziffer für den Aktienmarkt. Das heißt, das müssen wir abgleichen. Im nächsten Schritt, wenn das passt, müssen wir schauen, okay, ist dieser Mix an Vermögensklassen, der meine erforderliche Rendite langfristig erreichen kann, nicht muss, kann. Zukunft ist immer unsicher. Passt das zu meiner finanziellen Risikobereitschaft? Und die ist bei jedem von uns anders. Man kann die auf wissenschaftlich basierten Fragen messen. Der Weltmarktführer kommt aus Australien. Wir setzen ihn seit vielen, vielen Jahren ein. Das geht über einen Online-Fragebogen, die Zugangsdaten, das zeige ich Ihnen gleich noch, wie Sie die erhalten. Also, es kann durchaus sein, dass die Rendite, die man errechnet, am Kapitalmarktumfeld erzielbar ist. Aber für den einen Anleger ist es machbar, weil er bringt die finanzielle Risikobereitschaft mit. Für den anderen Anleger passt der Mix an Vermögensklassen, nicht zur finanziellen Risikobereitschaft, ist also nicht erreichbar. Das heißt, oft gibt es ein Thema zwischen dem, was sachlich sinnvoll wäre, was vielleicht auch notwendig ist, aber die emotionale, die finanzielle Risikobereitschaft, die passt nicht zusammen. Und dann muss man schauen, wie bringt man das zusammen? Und das ist natürlich auch eine Moderationsaufgabe, die natürlich Kernpunkt dann auch bei uns in der Beratung hier ist. Dann müssen wir schauen, wie ist die bestehende Vermögensstruktur, wie wir die analysieren. Mit Geldwerten, mit Sachwerten, mit Illiquide, Zuliquide. Das haben Sie gerade gesehen. Und abschließend müssen wir das Humankapital berücksichtigen. Es macht eben einen Unterschied bei der Risikotragfähigkeit. Ob Sie ein 60-jähriger Beamter sind, der noch 5 Jahre Arbeit vor sich hat und bereits hohe Rentenanwartschaften erdient hat, oder ob Sie ein 30-jähriger Anwalt sind, der seinen Cashflow überhaupt nicht abschätzen kann, weil das Unternehmen noch sehr jung ist oder eben seine Kanzlei, respektive der noch gar keine Rentenanwartschaft ans Versorgungswerk erworben hat, weil er eben frisch in den Beruf eingetreten ist. Also das gibt alles zu berücksichtigen und wenn wir das nun mal zusammenwerfen, dann sieht das entsprechend so aus, dass wir hier eine Seite haben, das habe ich Ihnen auch gleich nochmal zur Verfügung gestellt auf der Landingpage mit entsprechenden Link. Sie können sich hier kostenfrei registrieren und dann können Sie all das zusammenbringen und auf Ihre persönliche Situation anwenden, was wir gerade gemeinsam hier durchexerziert haben. Also Sie geben Ihre E-Mail-Adresse ein, nachdem Sie sich registriert haben, dann kriegen Sie eben Passwort und dann öffnet sich eine Maske und die sieht dann so aus. Das heißt, wir haben das heutige Datum, wir haben hier ein Ehepaar, er ist 77 geboren, sie 78, sind kirchensteuerpflichtig,
Und die haben, ich gehe es mal mit ihnen durch, die haben eben zum Beispiel Kinder, ein Sohn, der ist 15.01.2012 geboren, Krankenversicherung, beide gesetzlich krankenversichert. Und in unserem Beispiel verdient der Mann 4.000 Euro, die Frau 2.000 Euro, weil sie eben nur Teilzeit arbeitet und entsprechend hier noch sich mehr im Haushalt, respektive auch bei der Kindererziehung hier entsprechend gemeinschaftlich einbringt. Dann haben wir hier die Renten, die erwartende Rente des Mannes, 1.800 plus 250 Euro Betriebsrente und die Frau 1.000 Euro Rentenerwartung. Und auch hier, wenn Sie hier auf dieses I gehen, per Mouse over, dann sehen Sie jeweils, was relevant ist. Wenn Sie hier nochmal drauf gehen, dann können Sie auch nochmal eine Witwenrente erfassen. Also es gibt ein paar Einstellungsmöglichkeiten, aber machen Sie es nicht zu komplex, es geht mal um eine Richtung. Dann mal private Vorsorge, die erwarten aus Rentenversicherung, auch hier wieder, was muss ich eingeben, das steht hier, sagen Sie 300 Euro und die haben noch heute 100.000 Euro Vermögenswerte, beispielsweise im Wertpapierdepot, die liegen in Investmentfonds. Und jetzt der wesentliche Punkt. Sie sehen, die Eingaben sind schnell zu machen. Und bei den persönlichen Daten, da wird es jetzt spannend. Das heißt, Sie sehen ja dieses Feld sonstige Rechenparameter ändern. Und hier können Sie eingeben, wie ist die Inflationserwartung? Welchen Zins sollen wir unterstellen, um den notwendigen Sparbeitrag festzulegen? Und dieser notwendige Zins, der ergibt sich wiederum aus der Anlagestrategie. Das heißt, aus der Herleitung der Anlagestrategie, aus der Wahl der Vermögensklassen mit den erwarteten Renditen, die Sie mit Ihrer persönlichen finanziellen Risikobereitschaft ermitteln können, die wir mittels dieses wissenschaftlich fundierten Fragebogens messen, geben Sie das hier ein und so können Sie auch die Verzinsung des liquiden Vermögens hier entsprechend angeben. Das heißt, das sind zwar nur drei Zahlen, aber Sie sehen schon, man muss sich ausführlich Gedanken machen, welche Zahlen man hier angibt, weil diese Zahlen müssen korrespondieren mit der eigenen Anlagestrategie, der Verteilung auf die Vermögensklassen und auch der finanziellen Risikobereitschaft. Das heißt, wenn wir jetzt mal auf Rechnen gehen, dann sehen wir in unserem Beispiel, Sie sehen, es geht wirklich hier sofort auf, dann sehen wir schon mal, naja, wir wollen mit 2.500 Euro in Rente, aber aufgrund der Inflation von 2%, brauchen wir zum Ruhestandseintritt 4.267 Euro, um die gleichen Waren und Dienstleistungen wie heute im Gegenwert von 2.500 Euro zu erwerben. Also Inflationsausgleich, das rechnet Ihnen das System mit. Dann sagt das System, wir haben ja gewisse Renten, die sind ja da, deswegen sehen Sie also hier Nettoeinnahmen, das sind im Endeffekt die Renten nach Steuern, also das System berücksichtigt Steuern und Sozialversicherungsbeiträge hier mit. Und dann ist unser Vermögen ja angewachsen, sorry, hier mit 4% pro Jahr. Also aus den 100.000 Euro wurden 214.000 Euro zum Rentenbeginn. Und jetzt sehen Sie, wir haben eine Rentenlücke und diese Rentenlücke wird durch Entnahmen aus dem liquiden Vermögen geschlossen. Und wenn der Mann 81 und die Frau 80 ist, dann ist dieses rechnerische Kapital hier entsprechend zu Ende. Und wenn die eben diese Lücke schließen wollen, die zum Rentenbeginn 300.000 Euro beträgt, dann müssen sie heute 532 Euro investieren. Das korrespondiert immer mit der Sparrate. Und die Sparrate ergibt sich eben aus der Verzinsung, die man erwarten darf. Und diese erwartete Verzinsung ergibt sich aus der Herleitung der Anlagestrategie. Das ist ein Thema, wie man das Ganze sehr gut darstellen kann. Das Ganze kann man dann im nächsten Schritt auch noch steuerlich optimieren, um die optimalen steuerlichen Gegebenheiten hier im Endeffekt auch darzustellen und auch abzuwägen, inwieweit ein möglicher Steuervorteil durch die Eingrenzungen, die der Gesetzgeber hier fordert, entsprechend kompensiert wird und die Attraktivität insgesamt gegeben ist. Also, das haben Sie entsprechend zur Verfügung und wir haben Ihnen das Ganze hier nochmal dann auch zusammengefasst. Das erhalten Sie auch im Nachgang. Wir haben Ihnen für dieses Webinar eine Landingpage, wie wir das heißt, neudeutsch vorbereitet. Der Link wird sein ypos-fp-schieflage-altersvorsorge. Aber den erhalten Sie noch. Hier finden Sie diesen persönlichen Leitfaden. Wenn Sie die Punkte durchklicken, legen Sie ein Ziel fest, wie funktioniert es, erstellen Sie eine private Bilanz, wie sieht die aus, wenn wir sie für Sie erstellen, tragen Sie Ihre Rentenansprüche zusammen, was brauchen Sie dazu, stellen Sie die Vernetzung her, dann haben Sie eben das Tool, hier der Link zu dem Tool, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. Ich habe sogar noch ein kleines Video gemacht, was die Handhabung steuert. Herleitung, Anlagestrategie, was muss dazu berücksichtigt werden? Wie komme ich zu meiner finanziellen Risikobereitschaft? Die Online-Zugangsdaten können Sie per Mail anfordern. Und wie wird die Anlagestrategie umgesetzt? Auch das hier nochmal kurz beschrieben. Und dazu am rechten Rand finden Sie noch verschiedene Beiträge, die zeigen, wie wir so eine Ruhestandsplanung angeht, wie ein Muster aussieht und verschiedene Artikel, die das heute Gesagte eben entsprechend noch weiter vertiefen. Und im Nachgang finden Sie auch hier die Videokonserve zu diesem Webinar. Ja, meine Damen und Herren, ich bin ein bisschen über der Zeit, muss ich ja entsprechend hier gestehen, wie es dann eben
manchmal so auch sich darstellt. Deswegen gehen wir nochmal kurz zur Präsentation zurück. Hier nochmal kurz entsprechende die weiterführenden Informationen. Wie gesagt, die erhalten Sie auch nochmal entsprechend mit dem Download-Link, mit der Seite, damit Sie auf alles zugreifen können, was ich gerade gezeigt habe. Grundsätzlich natürlich jederzeit die Möglichkeit, hier entsprechende Fragen zu äußern, sei es telefonisch, beziehungsweise sei es im Nachgang der E-Mail, per E-Mail. An dieser Stelle würde ich den offiziellen Teil beenden, bedanke mich bei Ihnen allen für die Aufmerksamkeit und wie gesagt, ich werde die Aufzeichnung jetzt stoppen und wir können jetzt gerne noch auf Ihre Fragen und Anregungen hier eingehen, sofern Sie das tun möchten. Das Ganze natürlich anonym, ich werde die Fragen vorlesen und dann werden wir das eben hier in der Runde besprechen, sodass Sie wirklich allen möglichst großen Mehrwert hier noch haben. Ich weiß, war jetzt viel Holz in der etwas über eine Stunde, aber Sie haben gesehen, das Thema ist komplex, es gibt verschiedene Aspekte zu berücksichtigen, aber das Versprechen ist auch, wenn man sich einmal mit beschäftigt und sinnvoll die Strategie aufbaut und das alles ordentlich herleitet mit den Aspekten und Faktoren, wie ich sie eben dargestellt habe, dann ist es vollkommen ausreichend, sich einmal im Jahr mit einem kurzen Update mit dem Thema Altersvorsorge, Ruhestandsplanung zu beschäftigen. Mehr Zeitaufwand ist dann nicht notwendig. Wir begleiten Sie bei diesem Thema deutschlandweit mittels individueller Online-Konferenzen und persönlicher Gespräche und ich glaube, das ist ein Thema, wie man das gut für sich lösen kann. Deswegen an dieser Stelle, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und öffne nun den Raum hier entsprechend für Fragen.